Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dich von negativen Energien, von negativen Gedankenmustern, Emotionen und Blockaden befreien kannst. Wer kennt das nicht? Jeder von uns war schon mal an einem Punkt im Leben, wo man sich einfach schlecht fühlt, ja. Und dieser Bewusstseinszustand ist einfach ein ganz natürlicher Bewusstseinszustand. Wir kennen den Bewusstseinszustand, dass wir uns gut fühlen und glücklich sind, und dann kennen wir auch natürlich das Gegenteil, ja. Die Kunst ist es jedoch, sein Leben so zu gestalten, dass wir so oft wie möglich in diesem glücklichen Zustand sind und in dieser Freude, und so selten wie möglich, wenn es geht, in diesem negativen Zustand, ja. In manchen Sinnen nennt man das positive Energie und negative Energie, ja. Und man sagt so oft, wenn man sich schlecht fühlt, dann ist man in so einem negativen Energiefeld. Du kennst das sicher, wenn du in einen Raum kommst und da sind Menschen und diese Menschen haben gerade zuvor gestritten und haben sich angebrüllt und so weiter, dann fühlst du eine Sekunde, nachdem du in den Raum hineingekommen bist, dass hier eine negative Schwingung ist, ja, durch deinen sechsten Sinn, und diesen Sinn hat jeder. Und diese negative Energie ist existent, weil wir können sie fühlen. Auch wenn wir nichts damit zu tun haben, was gerade in den Raum abging, auch wenn wir nichts wissen, dass da was sein könnte, wir gehen rein und spüren sofort, hier stimmt was nicht, ich fühle mich selber gleich schlecht, ja. Und das ist das Bewusstseinsfeld, was existiert. Und in diesem Video geht es ja darum, wo ich dir eine Methode zeige, wie du dich von diesem negativen Bewusstseinsfeld, die ja auch existieren, rauskalibrierst, könnte man sagen, ja. Rausmanövrierst, ja. Und zwar, das funktioniert mit der 417 Hertz Solfeggio-Frequenz. Die Solfeggio-Frequenz gibt es ja schon seit der Antike. Und da wurde schon herausgefunden, dass damals schon diese Frequenzen, die Kombination zwischen 3, 6, 9 und aufbauend sind, dann eine ganz spezielle Frequenztonfolge dazu führen, dass es gewisse Eigenschaften im menschlichen Bewusstsein verändert. Ja? Sogar der Nikola Tesla wusste das damals schon. Ja? Und die 417 Hertz Solfeggio-Frequenz ist dafür bekannt, man sagt so, das ist die Frequenz des Universums, die Frequenz der Schöpfung. Und diese Frequenz hat den Fokus oder die Spezialeigenschaft, dass sie dich von negativen Energien, von Blockaden und so weiter einfach befreit. Also anders gesagt, wir kommen alle irgendwann im Leben in einen Augenblick, wo wir uns einfach schlecht fühlen und einfach sagen, bah, heute geht es mir einfach nicht gut, ja. Dann kann man diese Frequenz hören und unmittelbar danach wird sich das auflösen. Ne? Aber es wird sich nicht nur auflösen, dass man sich danach in einen anderen Bewusstseinszustand verhält, sondern es können auch Lebensereignisse unmittelbar danach auftreten, die dich grundsätzlich aus einem Muster, in welchem du schon vielleicht länger drin steckst, ja, befreien und dich daraus rausholen. Ne? Ich habe dazu selbst, als ich diese Frequenz gehört habe, eine eigene DMT-Erfahrung mit dieser Frequenz gemacht, und da mache ich auf meinem eigenen Kanal, auf meinem Marco C. Lorenz Kanal, einen eigenen Erfahrungsbericht dazu, auch am heutigen Tag. Also ich verlinke es dir unter diesem Video, dann kannst du dir das Video ansehen. Auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung, wo ich selbst eine große Erkenntnis hatte in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen den ganzen Energiefeldern und wie ich mich durch diese Frequenz selbst davon, von einem Muster, was ich hatte, befreit habe. Und das war eine volle Auflösung, die ab jetzt einfach nicht mehr existent ist, ja. Und wir Menschen sind durchgehend in solchen Mustern verstrickt und diese Muster sind ja immer aktiv. Und diese Frequenz hilft halt, dich von diesen Mustern zu lösen. Okay, gut, wo hilft sie denn noch? Also Befreiung von negativen Energien, die Aura zu reinigen, sagt man, dann die Veränderung, also positive Veränderung im Leben herbeizuführen, also dich auf eine positive Zeitlinie hinzubringen, dann mit Veränderungen besser umzugehen, weil viele Menschen können schwer mit Veränderungen umgehen, vor allem in dieser Corona-Krise, die wir jetzt alle durchlebt haben, kommen große Veränderungen und da können wir nichts dagegen machen. Und da kann man sich leicht darauf einstimmen.
Und die Auflösung von belastenden emotionalen und gedanklichen Mustern, wie ich schon erwähnt habe, das ist so der Fokus von dieser Frequenz. Ja? Und auch wenn man glaubt, dass man selber keine hat, kann ich bestätigen, man hat sehr viele und man ist sich dessen gar nicht bewusst. Ja? Gut, das Spezielle oder das Einzigartige an dieser Solfeggio-Frequenz ist, wenn du die anderen Solfeggio-Frequenzen kennst, dann weißt du ja, dass das eine ganz, ganz besondere Serie ist. Und zwar ist es eine Abenteuerserie, das heißt die Musik und alles ist aufeinander aufbauend und da wird eine Geschichte erzählt. Und bei dieser habe ich versucht, diese Geschichte ganz, ganz spannend zu machen. Ja? Und zwar es geht ja um das Auflösen von negativen Mustern. Ja? Und somit kannst du dir diese Frequenz vorstellen als eine geführte Meditation, nur ohne Sprache. Ja, also ich erzähle dir nichts, aber du wirst diese Geschichte selbst erleben und diese geführte Meditation erleben, obwohl ich nichts sage. Das ist so das Interessante an dieser Frequenz, weil diese Frequenz fängt am Ozean in Hawaii an. Also das Ganze ist natürlich mit einem Bisonics 308D Audio Sound aufgenommen. Also wenn du Kopfhörer hast, hörst du von überall das Meer von da hinten rauschen und die volle 360 Grad Bewegung, als ob du wirklich dort stehst. Das Ganze beginnt in Hawaii am Strand. Und du gehst dann ins Wasser hinein. Das ist so es gibt genau 7 Phasen. Die erste Phase ist halt, du bist am Strand und gehst dann in das Meer hinein. Und dann kommt die zweite Phase, wo du untertauchst unter Wasser. Dann kommst du sozusagen in die Tiefe des Wassers. Und dann geht es in eine Unterwasserstadt. Und in dieser Unterwasserstadt kommen sphärische Musik und du wirst wirklich merken, okay, ich bin jetzt in einer Unterwasserstadt. Die Musik wird dir das schon zeigen. Und dann geht es wieder nach oben und wenn du aufgetaucht bist, landest du nicht dort, wo du untergetaucht bist, sondern auf einer tropischen Insel. Ja. Dann bist du auf dieser Insel, gehst dann in den Wald hinein, hörst dann diese tropischen Tiere, diese ganzen verschiedenen Tierarten. Und dort verweilst du und dann fliegst du in den Himmel. Ja? Du kannst das Ganze als Reinigung bezeichnen, also dir vorstellen, dass du stehst dort, wo du gerade bist und dann gehst du ins Wasser und reinigst dich, befreist dich durch diese Unterwasserstadt von deinen ganzen Emotionen, von diesen ganzen negativen Glaubenssätzen, Energiefeldern und tauchst dann in einer anderen Realität auf, in einer tropischen Insel und diese Vögel dissoziieren dich und machen einfach ein neues Weltbild, ein neues Gefühl von wer bin ich, wo bin ich und so weiter. Ja. Dann geht es in den Flug und zwar du fliegst dann los, entfernst dich von dieser Insel, alles wird leiser und du hörst dann den Wind und fliegst in den Himmel zu den Wolken. Ja. Das ist sozusagen das Hinkatapultieren auf eine höhere oder andere Zeitlinie und das Entfernen von diesen ganzen Energiefeldern. Ja. Und dann geht es in die 7. Phase rüber, wo du in den Kosmos eintauchst und da habe ich was ganz Besonderes für dich vorbereitet und zwar, du fliegst dann in den Kosmos hinein, da kommt dann auch eine kosmische Musik und gleichzeitig habe ich dort von der NASA Originalaufnahmen vom Universum für dich da eingespeist. Das heißt, du wirst dir dort wirklich nicht nur vorstellen können, dass du wirklich durch das Kosmos fliegst, weil du hörst auch das, was wirklich hörbar ist im Kosmos. Und diese Sphärenmusik die geht immer von der Lautstärke runter und drauf in so Wellen und am Schluss der letzten 8 Minuten verschwindet diese Sphäre komplett und du hörst nur noch die Musik vom Kosmos, ja. Und in diesen letzten 20 Minuten hatte ich auch meine DMT-Erfahrung, die ich dann im anderen Video ganz genau vorstelle oder die erzähle. Und so funktioniert die Frequenz, also es ist ein volles Abenteuer und du kannst es wirklich sehen als eine Reinigung und als eine Entfernung von negativen Systemen. Du gehst unter das Wasser, reinigst dich, kalibrierst dich dort neu in der Unterwasserstadt, kommst dann woanders hin, an einen schönen Ort, wo paradiesische Vögel und Zustände sind und dann fliegst du in den Himmel und entfernst dich von diesen ganzen Energien und Systemen und dann bist du im Kosmos und das ist ja auch die Frequenz der Schöpfung und dort wirst du dann connected mit dem Universum, verbindest dich und kannst dann sozusagen auf eine neue Zeitlinie kommen und erlebst dann etwas ganz Interessantes und ja, und danach fängt dann wirklich eine neue Zeitlinie an, weil ich werde es im anderen Video dann genau erzählen, was dann passiert ist, nicht nur physisch, sondern
Also auf der einen Seite DMT-Trip mental und dann auch nach dem Aufwachen ein physisches Erlebnis, wo du merkst, dass sich deine physische Realität komplett neu angepasst hat und du auf eine neue Zeitlinie gekommen bist. Gut, das war's. Ich wünsche dir viel, viel Freude mit der Solfeggio-Frequenz. Ich könnte noch viel mehr darüber reden, aber gehen wir auf die Webseite und schau dir das alles an. Ich habe die ganzen weiteren Informationen dazu im Text unten und schau dir auf jeden Fall das Nutzungsvideo an, das ich auch immer parallel hochlade, dass du einfach diese Frequenz richtig nutzt und am effektivsten dann damit deine Ergebnisse produzierst. Also viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao.